Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk mit Megalo. Hello again. Hallo. Jetzt kommt das Assoziationsspiel. Alles klar. Du weißt, wie es läuft, kriegst einen Begriff und reagierst einfach spontan darauf. Alright. Erster Begriff ist Umbruch. Kenne ich. Ja, nichts Neues. Ist, gehört zum Leben, würde ich einfach mal sagen. Musik? Das ist mein Leben. Dafür lebe ich. Passt da wunderbar. Familie? Gleiche wie Musik eigentlich. Also auch das. Familie hat so einen hohen Stellenwert für mich, dass meine gesamte Verantwortung, mein ganzes Ausrichten, irgendwie was ich für wichtig oder nicht so wichtig empfinde oder gut und schlecht, hat auch irgendwie alles, ist alles an der Familie ausgerichtet. Vielfalt? Vielfalt ist was ganz Schönes und auch ein Privileg, wenn man es haben kann in seinem Leben. Also je älter ich werde, desto dankbarer bin ich für mögliche Vielfalt. Also sei es jetzt im Alltag, sei es grundsätzlich mit Menschen, die man vielleicht kennt oder die einem etwas bedeuten. Vielfalt ist was Schönes. Ansagen machen? Gehört zum Rapper-Dasein dazu. Fällt mir auch ehrlich gesagt immer schwerer, weil ich finde, Ansagen sind auch irgendwie so ein Privileg und letztendlich auch Macht, die ausgedrückt wird, weil nicht jeder ist in der Lage, Ansagen zu machen. Und ja, je älter ich werde, desto weniger Ansagen will ich machen, beziehungsweise ich muss dann wirklich überzeugt sein von der Ansage, um sie machen zu wollen. Angst? Kenne ich auch sehr gut. Ich glaube, Angst ist ein wichtiger, auch ein wichtiger Kompass für uns, oder beziehungsweise wenn wir Angst gut nutzen können, dann kann es ein guter Kompass sein. Aber Angst, zu viel Angst ist auch nur lähmend und nicht gut. Also man sollte im besten Fall irgendwie ein Verhältnis zu seiner Angst so hinbekommen, dass man es in der richtigen Dosierung nutzen kann, um eben zu erkennen, zum Beispiel, dass Angst ist immer da, wo man was, also in fremde Gebiete betritt. Also wenn etwas passiert in seinem Leben, was man noch nicht kennt zum Beispiel oder noch keine Routine hat, noch nicht erlebt hat zum Beispiel, dann kann Angst auftreten. Aber das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Das kann einem auch sagen, ey, du kommst hier gerade an einen Ort, wo du noch nie warst, ist irgendwie magisch. Da können Sachen passieren, die du vielleicht einfach nicht auf der Haube hast. So, und da vielleicht sich mit dem Bewusstsein den nötigen Push zu geben, manchmal dann über die Angst hinaus. Also Angst haben ist ja keine Schande, aber der Mut ist dann letztendlich trotz der Angst, es trotzdem zu machen, weil einfach die Liebe oder die Überzeugung für die jeweilige Sache, Situation, ich rede jetzt ganz allgemein, einfach ja, stärker ist als die Angst, die einen zurückhält. Veränderung? Veränderung gehört für mich zum Umbruch letztendlich dazu. Oftmals, also ich spreche jetzt von mir, oftmals wehrt man sich ja gegen Veränderung im Leben, gerade wenn es irgendwie gut läuft oder wenn man irgendwie eine Routine hat, die funktioniert. Aber ich denke, Veränderung ist auch einfach ganz wichtig, auch gerade im Hinblick auf die Vielfalt und um seinem Leben neue Impulse zu geben. Also ich habe ganz oft in meinem Leben das gehabt, dass ich Angst vor einer Veränderung hatte und im Nachhinein die Veränderung aber total das Glück war und mich einfach extrem bereichert hat. Also ich glaube, es tut gut, wenn man im Kopf dann nicht gleich nur den Angstreflex hat, oh, da kommt jetzt eine verändernde Situation, sondern einfach dem Ganzen so ein bisschen offen gegenüber tritt, dann kann man da sehr viel draus gewinnen aus Veränderungen. Zusammenarbeit? Zusammenarbeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist etwas, was mir schwerfällt, weil Zusammenarbeit auch bedeutet, dass man, ich glaube, auch sich seine eigenen Schwächen eingestehen muss, beziehungsweise auch um Hilfe fragen können sollte oder in der Lage sein sollte, auch ja, mit seinen Schwächen einfach gut umzugehen. Ich bin lange Zeit an viele Dinge so rangegangen, dass ich versucht habe, das irgendwie selber alles hinzukriegen und ja, alles, was ich alleine schaffe, ist sozusagen besser, aber man merkt dann auch einfach, Zusammenarbeit ist das A und O, um wirklich sozusagen bestimmte Höhen oder ja, Sachen zu erreichen. Man schafft nichts nicht in dem, oder man schafft nicht alles alleine im Leben. Man sagt ja auch so, es gibt so einen Spruch, bei mir geht viel irgendwie mit Sprichwörtern, on the shoulders of a giant, oder wenn du auf den Schultern eines Riesen stehst, kannst du irgendwie weiter sehen als der Riese selber. Und das ist letztendlich für mich einfach der Inbegriff von Zusammenarbeit. Leute grundsätzlich als Menschheit, Menschen sind vor uns Wege gegangen und haben uns an diesen Punkt gebracht, sei es jetzt technologisch, von gesellschaftlichen Werten, Zusammenleben hin. Und auch wenn man es nicht möchte, man profitiert eigentlich immer von Zusammenarbeit in seinem Leben und baut auf Zusammenarbeit auf. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, dass man irgendwie alles alleine machen kann. Letzter Begriff ist Berlin. Berlin, ja, das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin.
meine Heimat, wenn man so will. Also ich habe immer auch meinen Bezirk morbid herausgehoben, weil Berlin, so in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war Berlin so jeder gegen jeden, gerade im Rap-Bereich. Und deshalb war es so nie das Gefühl, so Berlin, das ist die Heimat so. Aber ich bin doch schon, ja, ich bin froh und dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch aus Berlin zu kommen. Ich glaube, man als Berliner empfindet man Berlin anders als jemand, der nach Berlin zieht. Also nicht, dass ich jetzt Berlin schlecht machen will, aber meistens höre ich die großen Lobeshymnen auf die Stadt eher von Leuten, die nicht in Berlin aufgewachsen sind. Ja. Ist Mehr will, so. mehr kann ich da jetzt erstmal nicht sagen, ohne Wertung. Ja, danke. Bis hierhin. Danke dir.